beginnt. Und mit diesen schönen, aber doch sehr bekannten Worten begrüße ich euch zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute habe ich mir mal dann Ripley rausgesucht mit der Udaloy aus dem Clan Salty. Und Missouri und St. Louis ist auch am Start. Also da drei Neuner, die durchaus alle zu überzeugen wissen. Am Anfang skippen wir jetzt hier ein bisschen und jetzt sind wir nämlich schon so weit, dass wir Gegner sehen. Deswegen natürlich jetzt in die Live-Action. Und die Missouri, die soll hier gleich mal eingedeckt werden. Natürlich ist er da jetzt offen, ganz klar. Aber die Udaloy mit ihren 40 Knoten, die muss man erstmal treffen. Das ist so das Wiesel unter den Schiffen, muss man sagen. Richtig flink, richtig agil. Also da durchaus Probleme, das Ganze zu packen zu bekommen. Und ihr seht, hat er auch schon den Brand ausgelöst. Jetzt geht er erstmal auf die Hindenburg. Denkt sich, ach, Hindenburg, snack ich mir mal eben. Da bleibt jetzt auch erstmal drauf. Und jetzt die Mogami. Also gefühlt für jeden hat er ein paar Granaten. Gar kein Problem. Die Missouri, die brennt ja. Aber jetzt will er die nochmal vielleicht noch einen zweiten Brandherd auslösen. So, die Missouri, die bekommt fast nicht genug von seinen Granaten. Nachladegeschwindigkeit ist einfach verdammt gut. Nicht mal 4 Sekunden und schon sind sie wieder in den Rohren. Weiterhin hält die Missouri da stand, aber diese Nadelstiche, die tun einfach weh. Wie gesagt, es ist nicht viel Schaden, aber es ist Schaden und den will man eigentlich nicht haben. So, jetzt hat er kurzes Erbarmen mit ein paar Granaten Richtung Mogami, aber denkt sich, nö, warum eigentlich? Missouri ist viel leichter, da bleibe ich doch einfach jetzt mal drauf. So, und schon ist die Missouri da mal aus dem Spiel befördert worden. Und er hat halt schon 44.600 Damage da angebracht. Das ist wirklich ein ordentliches Holz. Und unfassbar, wie er hier einfach mit seinen Hitpoints bis dato noch nicht einmal angeschlagen ist. Der hat noch alle 18.800. So, jetzt vielleicht die Mogami. Klar, auf die Distanz wird es natürlich immer schwieriger, da auch wirklich noch zu treffen. Denn diese Bogenlampen von Granaten, die müssen auch erstmal eine einige Zeit in der Luft verbringen, bis sie dann auch noch final ankommen. Z46 ist natürlich auch nochmal schwerer zu treffen, weil die kann ähnlich gute Haken schlagen, wie er das hier kann.
die Hindenburg da mit 15,7 Kilometer nicht mal ansatzweise treffbar, denn er kommt ja nur 14,6 Kilometer weit. Ja, die schauen gar nicht schlecht aus. Da bekommt ihr jetzt ein bisschen Zugriff auf die Z46. Der erste Damage, der ging ja verdammt schnell. Jetzt aber ist es dann doch eine zähe Angelegenheit. Jetzt muss er aufpassen, dass der Torpedo ihn hier nicht gefährlich wird. Aber da läuft er aus, bevor es zu Schlimmeren kommen kann. Baltimore. Und er setzt jetzt aber mal ein paar Torpedos noch in die Rauchwolke. Denkt sich, ja, kann ja mal nicht schaden. Probieren wir es einfach mal aus. Das Besondere ist ja, einer der Torpedowerfer sitzt in der Mitte, der schießt auf beide Seiten und die anderen beiden jeweils links und rechts, also Steuerbord und Backbord. So, jetzt hat er sich mal in der Rauchwolke gestellt und will dann mal ein bisschen Gas geben. Aber natürlich ist die Sicht jetzt weg, denn er hat hier aufgedeckt. Oh, und da trifft er sogar die Z46 mit seinem Torpedo vernichtender Schlag. Und tschüss. Ja, ab und an muss man auch einfach nur mal ein bisschen Glück haben. Jetzt Team hat die Führung übernommen. Hat er noch 55 Sekunden Zeit hier in der Rauchwolke. So, er will natürlich schnellstmöglich, dass die Kurfürst da rumkommt, dass er da noch so viel Schaden als möglich anbringt und dabei eben nicht aufgeht. Sehr schön direkt schon mal angezündet. Das macht natürlich richtig Spaß. Und genau das wollte er jetzt haben. Nochmal ein Brand. Und jetzt nimmt er sich gleich die Montana, weil er denkt, dass ich, vielleicht kriege ich da noch den nächsten Brand hin, weil das pusht den Damage einfach immens. Yamato, Montana, Kurfürst. Also da ist jetzt eigentlich nur die Creme de la Creme der Schlachtschiffe unterwegs, sind auch alle in einem Platoon. Und hier zwei Brände. Und jetzt geht der Damage mal nach oben. Schaut hin, 105.000, 109.000, 111.000. Und das auch nur, weil er jetzt gelöscht worden ist. Also diese Brände, die machen so unfassbar viel aus. Kurfürst bekommt da mal richtig eine Packung. Die Torpedos, da ist mal richtig was im Wasser. Also da auszuweichen wird in der Tat sehr, sehr, sehr schwer. Und da mit zwei Torpedotreffern ist die Kurfürst weg. Der Kurfürst, das klingt einfach schrecklich. Ist ein Schiff, deswegen weiblich, aber man muss leider trotzdem sagen, ist eine doofe Namensgebung. Yogomo hat auch im 1-on-1 gegen die Udaloy keine Chance.
Also er haut hier wirklich alles raus, was rauszuhauen ist. Ryugumo brennt da, liegt schon jetzt halb verrottend im Wasser. Und er bleibt da natürlich unnachgiebig drauf. Aber er macht hier trotzdem das sehr clever. Er bleibt hier so weit davon weg, dass er nicht großartig was zu befürchten hat. Und auch so weit weg vom Gegner, dass er hier einigermaßen entspannt weiterfahren kann. Und macht die Ryugumo aber trotzdem so, ja, mir nichts, dir nichts weg. Jetzt muss er aufpassen, denn hier die Montana, die ist nicht weit weg. Und jetzt setzt er einen größeren Fächer an Nebel mal hin. Der Torpedofächer selber war klein gewählt. Und da dreht die Montana auch schon direkt ab. Und wieder diese Brandherde. 159.000 Schaden. Den Vernichter hat er schon. Jetzt will er natürlich unbedingt noch die Krake als grünendes Highlight bekommen. Das Gefecht selber ist unfassbar eng. Gegner nimmt auch gerade B ein. Aber es ist alles noch machbar. Denn von den Schiffen her ist es 5 gegen 5. Damit kann man definitiv noch arbeiten. Die Des Moines, also er hat hier gefühlt vor keinem groß an Schiff, Namen oder Historie Respekt. Er bolzt einfach drauf, als ob es kein Aber gibt. So, und jetzt die Baltimore, die kommt auch gleich nach. Also das wirklich nur Schiffe, die eigentlich ein Problem für ihn darstellen sollten. Was man aber sieht, irgendwie dann doch nicht. Geht irgendwie auch so. Und das ist halt wirklich hier sehr beeindruckend, was er da an den Tag legt. 172.000 Schaden. Und er hört einfach nicht auf. Und hier auch die Baltimore hat da einen der Torpedos mit dem Gesicht so gesehen abgefangen und ermöglicht ihm hier jetzt die Krake. Und jetzt seht ihr, jetzt ist das Gefecht schon fast gekippt. Der Gegner ist noch mit 100 Tickets vorne, aber ganze 5 Minuten sind da noch Zeit, um nochmal weiter nachzulegen. So, da hinten die Yamato. Die kommt langsam aber sicher hier auf ihn so zugefahren, dass er dementsprechend auch mal noch ein bisschen weiterschießen kann. Oh, oh, oh. Neptun sehr, sehr nah. Und die Mogami, die hat kaum mehr was. Aber die wird sofort von der Yamato begrüßt und zack. Ist das Thema schon durch. Jetzt liegen sie nur noch ein paar Tickets hinten. Aber das ist wirklich nicht mehr viel. So, man kann übrigens jetzt auch eventuell mal auf AP gehen. In der Distanz könnte man hier mal AP reinballern. Und genau das macht er jetzt auch. Sehr gut. Und da sieht man 2400 Schaden. Mal schauen, was die nächste Salve so bringt. Eine Zitadelle auf jeden Fall. Und jetzt hier nochmal eine Salve. Ja, und da war schon 203.000 Damage. Jetzt liegen sie gut vorne, haben 5 Schiffe mehr als der Gegner. Und der muss da irgendwie noch das ganze 4 Minuten überleben. Ich glaube, wir sind uns einig, das Gefecht hier sollte erledigt sein. Die Frage ist nur noch, kann er was bekommen davon oder nicht? Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, hier dieses Replay zu sehen mit einem actionreichen Zerstörer. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Let's Play World of Warships. Ich sag Tschüss, euer Alcaramba.